Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Buchlesung von Jörg Joggle 66, Stunde der Wahrheit. Ich habe mich heute Abend hier eingefunden. Wir haben den 25. September und ich werde das nicht immer sagen, welchen Tag, welche Lesung. Aber ich sage das heute deswegen, weil dieses Video wahrscheinlich erst ungefähr in einem Monat frühestens erscheinen kann. Vorher sind nämlich auf all meinen Kanälen alle möglichen Videos bereits geplant, um hochgeladen zu werden. Und dieses Video ist das erste Video, es ist das Einleitungsvideo eines Buches, das es im Englischen seit, ich glaube, 2006 gibt, das von drei verschiedenen Autoren geschrieben wurde. Und das Bruder Max, der mich auch bei dieser Sendung begleitet, den werde ich dann auch gleich vorstellen, übersetzt hat ins Deutsche oder noch am Übersetzen ist, wollen wir mal so sagen. Mit anderen Worten, er hat damit angefangen, das Buch zu übersetzen und wir wollen uns in dieses Buch einarbeiten. Heute werden wir in dem Buch selbst noch gar nicht anfangen, weil es gibt noch einleitende Artikel dazu. Das ist etwas, was ich damals schon gemacht habe in Englisch, als ich die Geschichte besprochen habe, ob Petrus der erste Papst war. Und mit Simon Magus wir gesprochen hatten und so, aber das war in Englisch. Und da haben wir auch erst ein anderes Papier gebraucht, bevor wir das schließliche Buch von Ernest L. Martin gelesen haben. Und hier geht es um das Buch, das im Originaltitel heißt Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All. Also mit anderen Worten, die Königin von Rom, die Königin des Islam, die Königin von Allen. Da haben wir uns einen deutschen Titel zu ausgesucht und dieser deutsche Titel muss natürlich nicht eine direkte Übersetzung sein, sondern ich habe als deutschen Titel das gemacht, dass ich es nenne Eine für alle, alle für eine Königin des Himmels. Der Plan, um mit Marienerscheinungen alle Weltreligionen unter der römisch-katholischen Kirche zu vereinen. Das ist genau das, worum es in diesem Buch geht. Das heißt, es ist ein weiteres Buch, das sich mit einem ökumenischen Kontext befasst. Wie wir gerade eben schon in einem kleinen Vorabgespräch geklärt haben, ist es ja so, dass wenn man die römischen Katholiken auf dieser Welt nimmt, man nimmt dann noch die orthodoxen Katholiken dazu und man nimmt alle protestantischen Religionsrichtungen dazu, die ja auch abgefallen sind vom wahren protestantischen Gegen-Rom-Glauben, wieder unter Roms Fittiche zurückgekrochen sind, die Lutheraner, die Methodisten und so weiter und so weiter. Wenn ich die alle zusammenzähle, plus die Mohammedaner auf dieser Welt zusammenzähle, dann komme ich auf beinahe 4 Milliarden Menschen auf dieser Welt, die heute von ungefähr 8 Milliarden Menschen bewohnt ist. Und es geht darum, eben mit dieser Königin für allen dafür zu sorgen, dass man eben eine für alle hat. Und wo der Ursprung dieser Maria ist und wie sich das durch die ganze Geschichte durchzieht und wie sie dann im Lauf der Geschichte dazu den Weg einschlagen, die Leute alle miteinander unter eben dieser Königin zu vereinen, das ist das Ziel dieser Lesung. Es ist weiterhin das Ziel dieser Lesung, vor allen Dingen Katholiken anzusprechen. Katholiken, die betrogen sind von nicht nur Marienerscheinungen, sondern überhaupt von der ganzen Marienverehrung innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Das fängt an mit Marienstatuen, die aufgestellt sind. Das geht weiter über den Rosenkranz zu beten und andere Gebete zu beten, die nicht an Jesus Christus oder unseren Vater im Himmel direkt gerichtet sind, via Jesus Christus, sondern dass man, wie römisch-katholisches Dogma ist zum Beispiel, nur durch Maria zu Christus kommt. Diese ganze Mutter-Sohn-Geschichte im römischen Katholizismus ist pur Heidentum und ist durch missionarische Adaption in das sogenannte Christentum mit eingebaut worden. Aber die römisch-katholische Kirche ist kein Christentum. Sie ist christianisiertes Heidentum und dadurch ist das Christentum heidnisch geworden in der römisch-katholischen Kirche. Und die römisch-katholische Kirche als Synagoge Satans mit dem Papst als Stellvertreter Satans hier auf Erden, dem biblischen, historischen und prophetischen Antichrist an höchster Stelle, der versucht alles, um alle Leute, die er irgendwie kriegen kann, unter Satan zu bekommen. Und die, die er nicht kriegen kann, die wird er vernichten, auf die eine oder andere Art und Weise. Mit dem Dritten Weltkrieg oder was weiß ich für welchen Sachen. Das ist uns als bibelgläubige Christen auch mehr oder weniger, tangiert uns das nicht so besonders, weil wir mit dieser Welt sowieso schon abgeschlossen haben. Wir leben in Christus. Aber weil wir in Christus leben, leben wir für die Wahrheit. Und weil wir für die Wahrheit leben, wollen wir diese Lügen in dieser Welt aufdecken. Und die römisch-katholische Kirche gebraucht hier die Maria-Erscheinungen in dieser Welt, um eben die Leute in ihre Lüge reinzuziehen. Und wir wollen uns hier als Wachleute an der Mauer aufstellen, wie man so schön sagt, Watchmen on the Wall,
als Wächter auf der Mauer aufstellen und rufen: Warschau, Gefahr, nicht, schaut da nicht hin oder schaut euch das an und seht, was das wirklich ist. Seht, was sie einerseits euch erklären und seht, was es andererseits wirklich ist. Also, wenn ich hier gegen den Katholizismus wettere, und das werde ich, das kann ich euch versprechen, weil ich habe heute vorgelesen in dem einleitenden Papier und ich werde gegen den Katholizismus wettern, wie wahrscheinlich in noch keiner anderen Sendung jemals zuvor. Dann wettere ich gegen den Katholizismus und gegen den Geist des Katholizismus, gegen diesen falschen Geist, weil in der Bibel steht geschrieben, prüfe jeden Geist. Und das steht jetzt, ich habe es jetzt nicht auswendig hier vor mir liegen, aber es steht im 1. Johannes Kapitel 4, da könnte ich ja mal eben raussuchen, wenn ich hier meine Schlachter bei der Hand habe. Ich werde das gleich in Ruhe machen, dann kann ich nämlich in der Zwischenzeit den Übersetzer mal kurz ans Wort kommen lassen. Es steht hier in Johannes Kapitel 4, Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt eingegangen. So, dann wollen wir eben das Bild eben anpassen hier. Wir lesen ja gerade aus der Bibel, der Schlachterbibel 2000 vor. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Also prüft jeden Geist. Genau das ist, wozu die Bibel uns aufruft und genau das ist, was wir dringend tun müssen. Und dieser Geist, der von diesen Maria-Erscheinungen ausgeht, ob das jetzt eine Maria-Statue ist, die irgendwo steht, ob das eine Erscheinung ist in Medjugorje oder in Czechoslowakia oder in Lourdes oder in Fatima oder wo auch immer, das spielt keine Rolle. Das ist ein falscher Geist, der nicht aus der Bibel kommt. Und die aufzudecken, zu entblößen, bloßzustellen und euch deutlich zu machen, dass ihr ja nicht darauf reinfallt, sondern dass ihr euch an die Bibel und die Bibel alleine haltet. Das ist meine hauptsächliche Aufgabe, weshalb ich mir vorgenommen habe, dieses wunderbare Buch, das Maximilian übersetzt, zu lesen. Und deswegen möchte ich den Maximilian auch jetzt ganz herzlich zur Lesung nach endlich diesen paar Minuten Einleitung zu Wort kommen lassen. Herzlich willkommen, Maximilian. Ich freue mich, dass wir nach unserer Evolutionsserie eine neue Aufgabe gefunden haben, in der wir uns vereinen und die Wahrheit den Menschen da draußen verkündigen können. Herzlichen Dank jetzt schon mal für deine wundervolle Übersetzungsarbeit und ja, herzlich willkommen zur ersten Sendung heute. Ja, hallo Jörg, ich freue mich dabei sein zu können. Es ist in der Tat ein Thema, was ja ein bisschen spezieller ist, möchte ich mal sagen, weil wenn man nicht gerade direkt aus der römisch-katholischen Kirche kommt oder im Katholizismus aufgewachsen ist direkt, dann ist das ein Thema, was einen ja vielleicht nicht so stark berührt oder womit man sich so noch nie befasst hat. Aber ich kann sagen, dass wo ich jetzt angefangen habe, dieses Buch zu übersetzen auch, dass es etwas ist, wenn man da ein bisschen eintaucht, dass das also ein weltumspannendes, massives Thema ist, was also wirklich in der römisch-katholischen Kirche Ausmaße angenommen hat, die man sich so als normaler, zwischen Anführungszeichen, Mensch gar nicht vorstellen kann, dass es solche Ausmaße annimmt. Also wir reden da über Millionen von Menschen, die da auf Pilgerfahrten teilnehmen und sich eben diesem falschen Geist dann unterordnen und dem nachfolgen. Und insofern ist es schon auch ein Thema, was es auf jeden Fall würdig ist, mal ein bisschen genauer zu beleuchten. Und genau das haben wir uns jetzt zur Aufgabe gesetzt, dass wir uns das einfach mal ein bisschen anschauen. Und wie du auch weiter schon sagtest, gehen wir jetzt noch nicht direkt ins Buch, sondern wir schauen uns erstmal deine einleitenden Papiere an, die ja, glaube ich, auch von der römisch-katholischen Kirche direkt stammen, soweit ich das gelesen habe. Das ist eine Webseite, die vom Heiligen Lexikon, die natürlich römisch-katholisch ist, ja. Das hört man schon am Namen, ja, das stimmt. Freue ich mich also schon mal drauf und wir werden ja dann sehen, wohin uns das führt, wie lange die Einleitung dafür jetzt braucht, aber es ist auf jeden Fall ein Thema und ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, was es wert ist, sich mal anzuschauen. Und da gehen einem wirklich die Augen über des Öfteren, wenn man sich damit tiefer befasst, was das für Ausmaße annimmt. Weil wenn man sich damit mal ein bisschen befasst, dann ist es fast nicht zu glauben, dass es so massiv, also wenn man sich mit Wallfahrten und dergleichen zum Beispiel befasst, dann gibt es da, ja, das ist fast eine ganze Industrie, die da dran hängt, ja. Und
Insofern ist es halt auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Thema und nützt vielleicht dem einen oder anderen, jetzt nicht nur den Leuten, die im Katholizismus noch sind, sondern auch einfach Menschen, die sich oft mit solchen Menschen auch auseinandersetzen oder sich mit solchen unterhalten. Ja, und da schauen wir mal, wo uns die einleitenden Artikel heute hinbringen. Und ich freue mich auf die Lesung, Jörg. Ja, prima. Danke, Max. Und wie gesagt, auch herzlichen Dank für deine Arbeit, mit der du ja dafür sorgst, dass diese Lesung überhaupt erst stattfinden kann. Das erste PDF, das ihr jetzt hier seht, das ist Kapitel 1, Königin von allen, also Kapitel 1 des Buches, eine für alle für eine Königin des Himmels. Das werden wir aber heute wahrscheinlich noch nicht lesen. Wir werden uns erst beschäftigen mit diesem Artikel hier, Maria Heiligenlexikon. Das ist genommen aus dem Internet, ist ein ökumenisches Heiligenlexikon und ich glaube, ich habe ganz unten habe ich die Referenz, wo das herkommt, reingeschrieben. Heiligenlexikon.de, Biografien M, Maria HTM. Also das ist auf jeden Fall, wenn es keine offizielle römisch-katholische Webseite ist, dann ist es eine Webseite, die 100% römisch-katholische Lehre lehrt, ja, oder Dogma lehrt in Beziehung auf Maria. Nun habe ich mir gedacht, es ist ja interessant, nebenbei ein paar Fotos zu sehen und anstatt, dass ich hier ständig mit Fotos hin und her wechsle, das ist so ein Maria-Bild, das ich euch hier zeigen kann, habe ich gedacht, ich mache einen Film und zwar von all den Bildern, die in diesem PDF hier vorkommen, wo hier unten auch noch eine kleine Erklärung mit dran steht, welche Bilder das sind. So wie ihr seht, ist der Film etwas über eine Stunde lang. Und sollte normalerweise während der Lesungen hier laufen, in der Zeit zumindest, wo gelesen wird, dass ihr ab und zu auch mal ein bewegtes, abwechselndes Bild auf der rechten Seite habt und daneben dann meine Lesung und meine Erklärung dieses Papiers, Ökumenisches Heiligenlexikon über die Maria. Und da fange ich dann jetzt auch mit an. Wir fangen also schon mal damit an, dass im ökumenischen Heiligenlexikon der Maria ein Gedenktag, ein katholischer Gedenktag gegeben wird. Nun, extra steht hier oben, Gedenktag katholisch, der steht natürlich ganz oben dran, weil die römisch-katholische Kirche sagt ja von sich, sie ist die Mutter aller Kirchen. Ja, sie ist nicht die Schwester von anderen Denominationen oder Glaubensrichtungen, sondern sie ist die Mutter aller Kirchen. Deswegen muss sie natürlich auch oben dran stehen. Hier unten sehen wir, ja, es gibt auch einen Maria-Gedenktag in der orthodoxen Kirche, es gibt einen Gedenktag in der armenischen Kirche, es gibt einen Gedenktag in der koptischen Kirche, es gibt einen Gedenktag in der äthiopisch-orthodoxen Kirche, es gibt einen Gedenktag in der syrisch-orthodoxen Kirche, die kennt ihr vielleicht von, wie heißt der wieder, der diese wunderbaren Videos macht, jetzt wollte ich gerade sagen Ahmed, aber der heißt nicht Abdul. Abdul, der kommt ja ursprünglich aus der syrisch-orthodoxen Kirche, hat ja Jesus Christus gefunden und hat diesen wunderbaren YouTube-Kanal, auf dessen Namen ich jetzt im Augenblick nicht komme. Memra TV ist das. Ja, genau, danke Max. Und der kommt ja ursprünglich aus der syrisch-orthodoxen Kirche, die haben auch ihren eigenen Gedenktag. Das war es aber noch nicht. Es gibt auch noch einen Gedenktag in der syrischen Kirche des Ostens, ja, und dann gehen wir darauf weiter, was es bedeutet. Also, der Gedenktag, und wir sprechen jetzt über den 1. Januar, weil das ist der in der römisch-katholischen Kirche, ist ein Hochfest Mutterschaft Mariens, ein gebotener Feiertag. Das heißt, ein Tag mit Sonntagspflicht. Was ist die Sonntagspflicht? Na, in die Kirche zu gehen, in dieses Gebäude, ja, mit diesem Phallusdach obendrauf, ja, ist ja meistens ein großes Spitzdach, ein Turmmäßig. Von daher nichts anderes als ein Obelisk, mehr oder weniger, in diese Kirche zu gehen und dann natürlich auch die Messe zu folgen. Und der Messe zu folgen mit der Transsubstantiation, das Abendmahl zu sich nehmen, also mit anderen Worten die Eucharistie und so weiter und so weiter. Da könnte ich jetzt alleine schon 2 Stunden drüber lamentieren. Aber wichtig ist für euch nur, dass ihr versteht, am 1. Januar, das ist ein Hochfest der Mutterschaft Mariens, da gebietet die römisch-katholische Kirche, dass das ein Tag ist, der wie Sonntag angeschaut werden muss und von daher auch mit den Pflichten des Sonntags vorgesehen ist. Im Diözesankalender von Tomasz Lubaczow, Ordenskalender der Jesuiten, ganz wichtig, die Jesuiten widmen ja ihre Arbeit meistens an die Maria. So wie wir ja wissen, hat Ignatius von Loyola ja in 2 Pariser Kirchen damals mit seiner Gruppe von 6 Mann, also 6 Begleitern und er, die waren ja 7, glaube ich, in total, wenn ich mich jetzt nicht irre, 6 oder 7, das weiß ich jetzt nicht mehr, das ist nun auch nicht so wichtig, waren sie in den 2 Kirchen in Paris, unter anderem in der Montmartre und haben auch da bei dem Ablegen ihrer Gelübde
den Schwur abgelegt auf Maria. Ja? Deswegen ist Maria eine ganz, ganz wichtige Figur in den Jesuiten. Und über die Jesuiten habe ich ja schon so viel gelesen, habe ich schon so viel erzählt. Also wer jetzt auf meinen Kanal kommt, noch nichts über die Jesuiten weiß, den verweise ich ganz einfach auf meine vorherigen Videospiellisten, um da ein wenig drüber von zu lernen. Also ein Ordenskalender der Jesuiten, der Marianer von der unbefleckten Empfängnis und der Bethlehem-Schwestern. Es ist ein Fest der ersten Klasse, ein Oktavtag von Weihnachten. Ja, Weihnachten ist auch nur ein altes römisches saturnalisches Fest. Im mozarabischen Ritus der 18. Dezember bedacht, im eucharistischen Hochgebet, im ambrosianischen Hochgebet, im mozarabischen Hochgebet und im keltischen Hochgebet die weiteren Gedenktage. Die haben wir hier bereits gesehen. Also, wir sehen, dass dieser Maria-Gedenktag ein unglaublich wichtiger Tag in der römisch-katholischen Kirche ist. Das ist ein Hochfeiertag der römisch-katholischen Kirche. Und von daher ist natürlich auch die Stellung der Maria in der römisch-katholischen Kirche so ungemein wichtig. Und da gehen wir jetzt weiter drauf ein. Also, der Name Maria bedeutet die Beleibte, die Schöne, die Bittere oder aus dem Aramäischen die von Gott Geliebte. Sie ist die Mutter Jesu. Und so langsam kommen wir jetzt auch in die Lügen rein. Sie wurde geboren um 22 vor Christus, entweder in Jerusalem oder in Nazareth. Tja, nichts Genaues weiß man nicht, ne? Man weiß nicht, ob sie hier geboren wurde, ob sie da geboren wurde. Und man schreibt auch um 22, man weiß es nämlich auch nicht genau. Warum? Kann ich euch sagen. Im weiteren Verlauf dieser Lesung werdet ihr sehen, dass die römisch-katholische Kirche sagt, dass Maria ungefähr 15 war, als sie mit Josef verheiratet wurde. Also, als sie Jesus geboren hatte, muss sie 15, 16 Jahre gewesen sein. Wenn ihr wisst, wann Jesus geboren wurde, dann muss da ein paar Jahre davor eben Maria geboren gewesen sein. Deswegen sagen sie um 22 vor Christus. Das heißt mit anderen Worten, sie wissen es nicht. Und wenn die römischen Katholiken, wenn die römisch-katholische Kirche nicht weiß, wann Maria geboren ist, warum weiß sie das nicht? Weil es nicht in der Bibel steht. Weil in der Bibel nicht vermeldet wird, wann Maria, wo Maria geboren wurde. Und auch über ihren Tod steht nichts fest, weil der 15. August ist ein von Menschen ersonnener Termin. 48 nach Christus steht hier mit Fragezeichen. Und auch da wissen sie nicht genau, wo ist sie gestorben, in Jerusalem oder in Ephesus. Ephesus ist übrigens das heutige Seldschuk in der Türkei. Also ihr seht, wie hier alleine schon in den allerersten Sätzen, versehen mit so viel Fragezeichen, wir davon ausgehen können, hey, das, was hier drin steht, das ist nicht auf Basis der Bibel. Weil in der Bibel stehen, außer dass jemand eine Frage stellt, keine Fragezeichen. Über das Leben von Maria. Und deswegen steht hier ganz deutlich, ich habe es grün angestrichen, über Abstammung und Jugend Marias findet sich in der Bibel nichts. Nada, nothing, zilch, zero, not, gar nichts. Alles, was wir hier in diesem Papier weiter über die Maria und ihre Geburt und Jugend und über ihr Leben lesen, kommt nicht aus der Bibel. Ganz, ganz wenig kommt aus der Bibel. Und dann belege ich es auch biblisch. Die Stammbäume für Jesus im Matthäus- und Lukas-Evangelium wollen Jesu Abstammung mit von Josef und damit aus dem Geschlecht Davids aufzeigen. Nein, die wollen das nicht nur aufzeigen, die zeigen das auf. Vor allen Dingen, wenn wir in Matthäus reingehen. Ich meine, man könnte sich jetzt natürlich wirklich die Arbeit machen und das ganze erste Matthäus-Evangelium lesen, also das erste Kapitel lesen vom Matthäus-Evangelium, aber das ist gar nicht nötig. Ich lese einfach nur mal eben die ersten Sätze. Es steht Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Juda und seine Brüder. Und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. In Vers 17 lesen wir, so sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen, von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen, und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus sind es wiederum 14 Generationen. Das ist also die Zeit und die Abstammung, die hier ganz deutlich im Matthäus-Evangelium beschrieben wird, wo Jesus Christus abstammt, wenn man die Linie von Josef nachschaut.
Nun, warum ist das wichtig? Weil in der Bibel immer von Anfang an, wo sie geschrieben ist, immer nur die männlichen Nachfolger beschrieben wurden. Die Frauen sind dazu da, um diese Kinder zu gebären und um sie mit ihren Männern aufzuziehen und so weiter und so weiter. Sie haben ihre Stellung in der Familie, da diskutieren wir gar nicht drüber. Aber blutmäßig geht es um eine Genealogie, geht es um eine genetische Abstammung, geht es immer in der männlichen Linie. Und das ist ja bis heute noch so, in der Zeit, in der wir leben, meine lieben Brüder und Schwestern, wenn ich mich richtig erinnere. Ihr könnt mich ja, oder Max kann mich ja gerne unterbrechen, wenn ich nicht recht habe. Aber heute ist es doch auch noch so, dass wenn ein Mann und eine Frau sich verheiraten und sie wollen Kinder haben und sie haben keine Söhne, dann stirbt der Name, der Familienname mehr oder weniger aus. Weil der Name normalerweise, ich meine, heutzutage werden ja die Gesetze so geändert, man kann ja Namen annehmen, wie man lustig ist. Aber normalerweise ist das so, dass immer nur der männliche Nachfolger, Erbfolger, den Namen weitergetragen hat. Und die ganze Geschichte, die ganze Historie unserer Welt ist damit voll. Vor allen Dingen doch auch im Mittelalter, die ganzen Königshäuser. Heinrich der VIII. Hat ja verschiedene Male verschiedene andere Frauen genommen, weil ihm keine Frau einen Sohn gebären konnte. Warum war das denn wohl so wichtig? Weil immer nur durch die männliche Linie das Geschlecht fortgesetzt wird. Das ist so festgelegt, das ist so. Das sage ich nicht, dass das so ist. Das sagt die römisch-katholische Kirche nicht, dass das so ist. Nein, das legt Gott der Vater so fest, weil es ist ein patriarchisches System in der Hinsicht. Da kommen wir nicht drum rum. Die Familienblutlinie setzt sich immer nur durch die Männer fort. Und wir sehen in dieser, im Matthäus-Evangelium hier, sehen wir ganz deutlich, dass Josef aus der Linie kommt. Und warum ist diese Linie so wichtig? Das werde ich euch mal eben sagen. Da müssen wir eben ganz an den Anfang der Bibel zurückgehen, nämlich in Genesis, also das erste Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Da steht geschrieben, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und jetzt musste man halt, oder jetzt hat Gott dafür gesorgt, sagen wir es mal so, jetzt hat Gott dafür gesorgt, dass durch die Zeit von hier im Garten Eden, wo Adam und Eva dann raus vertrieben wurden, eine Blutlinie die ganze Zeit in Existenz war, die die rechtschaffene Linie war, die mit anderen Worten geleitet war vom richtigen Geist. Von dem Geist, von dem wir gerade im 1. Johannes Kapitel 4 gesprochen haben. Ja? Prüfe jeden Geist, ob er denn von Gott ist. Diesen Gottesgeist, der wurde in einer Blutlinie rübergerettet, bis Jesus Christus geboren wurde, aus dieser Blutlinie heraus, obwohl Josef nicht sein natürlicher biologischer Vater war. Das ist eine andere Sache, da kommen wir auch dann später hier noch mit zu. Aber Josef stand offiziell als Vater da, weil er nämlich mit Maria verlobt war. Und von daher war er derjenige, der die Verantwortung für die Vaterschaft von Jesu hier auf dieser Erde auf sich genommen hat. Dass Jesus einen göttlichen Vater hat, dass Maria vom Heiligen Geist geschwängert wurde, das ist eine andere Sache. Aber nach außen hin war der Josef wichtig und deswegen war er der angetraute Ehemann von Maria und zur Zeit von Jesu Geburt oder zur Zeit, als sie mit Jesu schwanger war, war er der Verlobte. Ja? Der Verlobte daher, das heißt versprochen zur Heirat, aber noch nicht die Hochzeit vollzogen. Und wie vollzieht man in der Bibel die Hochzeit? Durch den Geschlechtsverkehr, durch wie im Genesis bereits steht, dass Mann und Frau ein Fleisch werden. Aber Josef wurde nicht ein Fleisch mit Maria, bis Jesu geboren wurde. Erst nach der Geburt Jesu hat er mit Maria Kinder bekommen. Da sprechen wir auch später noch drüber. Aber auf diese Lesung hier jetzt nochmal eben zurückzukommen und Max, wenn du irgendwas sagen möchtest, dann unterbrichst du mich bitte oder kommst mit einem Kommentar. Ne? Hier steht ganz deutlich drin, die Abstammung über die Abstammung und Jugend Marias findet sich nichts in der Bibel. Die Stammbäume für Jesus im Matthäus-Lukas-Evangelium wollen Jesu Abstammung von Josef und damit aus dem Geschlecht David aufzeigen. Nein, sie wollen das nicht aufzeigen, sie zeigen es auf und zwar fehler- und lückenlos. Von Maria, fährt der Autor fort hier,
wird nur berichtet, dass sie in Nazareth zu Hause mit Josef verlobt und mit Elisabeth verwandt war. Vermutlich, also nichts Genaues weiß man nicht, hier fängt das schon wieder an, vermutlich stammte sie also aus priesterlichem Geschlecht, da Elisabeth mit dem Priester Zacharias verheiratet war. Na, also, entschuldige bitte mal, aber das finde ich persönlich schon wieder an den Haaren herbeigezogen. Ja? Mach mal eben Standbild, mach mal eben ein anderes Bild rein. Vermutlich stammte sie also aus priesterlichem Geschlecht, da Elisabeth mit dem Priester Zacharias verheiratet war. Maria und Elisabeth waren Cousins. Ja? Die waren blutsverwandt, aber sie waren Cousinen voneinander. Ja? Elisabeth war die Cousine von Maria. Es ist doch nicht, weil meine Cousine mit einem Priester verheiratet ist, dass ich auch aus einem solchen Geschlecht komme, weil schließlich heißt das ja, dass der Vater von Elisabeth der Bruder meines Vaters war oder der Bruder meiner Mutter. Ob das jetzt eine weibliche Generationenverbindung war oder eine männliche, das steht nirgendwo geschrieben. Steht nur dabei geschrieben, dass die eine Cousine der anderen ist. Das legt vielleicht die Möglichkeit dar, aber es steht in der Bibel nicht geschrieben. Aber wenn die römisch-katholische Kirche oder wenn jemand, der solche Dogmen wie hier in diesem Papier aufsetzt, schreibt, vermutlich stammte sie also aus priesterlichem Geschlecht, da Elisabeth mit dem Priester Zacharias verheiratet war, dann ist das mehr oder weniger schon beinahe dogmatisch. Man muss das annehmen, weil all die anderen Sachen, die sie versinnen, ja, also die sie sich ausdenken über die Abstammung und Jugend Marias, da wissen sie ja auch nichts von. Das sind ja auch alles nur Vermutungen. Das bringt mich ein bisschen zurück, Max, an unsere letzte Lesung. Da ging es um die Evolutionstheorie. Das waren da alles nur Vermutungen. Alles nur Theorien. Nichts war bestimmt, nichts war bestätigt. Ja? Das ist hier ganz genau das Gleiche. Da kann man schon mal sehen, dass hier der Geist der Maria-Geschichte derselbe Geist ist wie der der Evolutionsgeschichte. Ne? Das ist genau derselbe Geist. Ja. Weil vermutlich kannst du eigentlich auch schon aufhören zu lesen und das ernst zu nehmen, weil du schon weißt, dass es halt menschlich hinzugefügtes, ja, Hirngespinst ist, will ich jetzt mal krass sagen. Ne? Also es ist halt eigentlich eher eine Fabel oder Geschichte, also im Sinne von Märchen, als dass es jetzt irgendwo historisch und damit biblisch verankert ist. Ne? Wie der erste Satz ja schon sagt, ne? Es findet sich nichts in der Bibel. Und dann fügt man da natürlich dann trotzdem noch Sätze mit hinzu, mit vermutlich und möglicherweise und hast du nicht gesehen, um dann irgendwie daraus ein Dogma zu stricken. Ne? Nichts anderes ist das hier auch. Ja. Genau so ist das. Lesen wir mal weiter. Quelle für das Leben von Maria sind deshalb nicht nur die biblischen Evangelien, wo ja so nicht allzu viel über sie drinsteht, sondern vor allem apokryphe Schriften. Insbesondere das sogenannte Evangelium des Jakobus. Da kommen wir ziemlich zum Schluss dieser Lesung dieses Papiers nochmal drauf hin. Das hat nämlich einen anderen Namen. Da werden wir uns nochmal eine Webseite angucken, die da heißt Proto-Evangelium des Jakobus. Ich blende es hier mal kurz ein, das werden wir uns dann später auch nochmal anschauen. Das wird in dieser Lesung auch noch erwähnt. Und also die apokryphen Schriften, ja jeder, der ein bibelgläubiger Christ ist, weiß, die apokryphen, das sind Schriften, die nicht vom Heiligen Geist eingegeben sind und deswegen nicht in der Bibel drin sind. Aber es sind teilweise Schriften, die hier und da natürlich geschichtlich interessant sind. Ich nenne jetzt zum Beispiel mal das Buch der Makkabäer. Das sind drei verschiedene Bücher. Und die Bücher sind ganz interessant, wenn man sich pur mit der Geschichte beschäftigt, die die Juden damals in der Zeit zwischen der babylonischen Gefangenschaft und dem Kommen Jesu Christi mitgemacht haben. Da wird da viel drüber berichtet. Aber die apokryphen Schriften sind eben keine Schriften, die in der Bibel zu finden sind. Und das sogenannte Evangelium des Jakobus ist auch nicht in der Bibel zu finden. Also viel für die Quellen des Lebens der Maria ist mit anderen Worten nicht in der Bibel fundiert. So, und das sagt einem bibelgläubigen Christen ganz deutlich schon, was er damit tun sollte. Wir sehen, wie gesagt, in diesem Papier auch einige Bilder, die ich dann ja auch hier in diesem Video zusammengefasst habe. Das erste hier ist über die Geburt der Maria, ein Fresko von 1365 in der Rinuccini-Kapelle in Santa Croce in Florenz. Ja, hier ist also die Mutter der Maria, die heißt Anna. Und die Maria ist hier das Baby, das hier geboren sein soll. So wird das hier also dargestellt.
Die Vorgeschichte beginnt demnach mit dem Elternpaar Joachim und Anna. Wie gesagt, es ist total unbiblisch. Bitte erinnert euch daran, das ist total unbiblisch, was wir hier lesen. Die Vorgeschichte beginnt demnach mit dem Elternpaar Joachim und Anna, die kinderlos blieben. Joachims Altaropfer wies der Hohepriester zurück. Joachim verbarg sich bei seinen Herden. Ein Engel verkündete ihm, dass er zu seiner Frau zurückkehren und ihr an der goldenen Pforte begegnen solle. Auch Anna, die trauernd ein Vogelnest mit den die jungen fütternden Alten betrachtete, erschien der ihr trotz ihres Alters Nachkommen verheißende Engel. Das erinnert mich an Abraham und Sarah, nicht wahr? Sorry, dass ich unterbreche, aber das sind auch immer Geschichten, die kommen erstaunlich bekannt aus der Bibel vor, ja, wo dann halt noch so lustige, so ausschmückende Wörter hinzugefügt werden, damit das so schön klingt, ja, aber es ist halt wirklich, ja, also ich muss ja auch gerade lachen auch ein bisschen, weil es ist halt wirklich, ja, Märchenstunde hier ein bisschen gerade, ne? Ja, ja, pass auf, wird noch viel schlimmer. Ja. Das Kind Maria wurde geboren. Von Anna sorgfältig unterwiesen und dem Tempeldienst gewidmet, schritt die Dreijährige selbstständig die Treppen empor, wo der Hohepriester sie mit den Tempelfrauen empfing. Als Maria Tempelgang ist diese Szene bekannt. Alles aus den Daumen gesogen. Auch hier haben wir ein weiteres Bild über die Geburt der Maria. Hier wird das so dort dargestellt, von einem Gemälde von 1500. Nun berichten die Überlieferungen die Szene mit den 12 Auserwählten aus den 12 Stämmen Israels, die ihre Stäbe zum Orakel in den Tempel brachten. Also wenn in der Bibel das Wort Orakel gebraucht wird, wenn es überhaupt gebraucht wird, dann in einem heidnischen Zusammenhang. Wenn hier die 12 Auserwählten aus den 12 Stämmen Israels ihre Stäbe zum Orakel in den Tempel bringen, dann würde Gott sagen, das ist mir ein Greuel. Allein der Stab des alten Josef aus dem Geschlecht Davids erblühte. Eine Taube erschien darauf, Maria, die Jungfrau, wurde ihm anvertraut oder angetraut. So fand die Verlobung, lateinisch Sponsalia, statt. Daher kriegen wir im Englischen das Wort Spouse wahrscheinlich, Sponsalia. Und im Flämischen das Wort Spons, das heißt Schwamm. Nein, aber so erzählen sie hier also die Lüge, wie Maria ihren Mann gefunden hat. Und vor allen Dingen, auch ganz wichtig, in der ganzen Bibel habe ich noch niemals gelesen, wie alt Josef war, als er mit Maria verlobt oder dann später verheiratet war. Aber hier steht allein der Stab des alten Josef. Wo nehmen die dich das her, dass der Josef alt ist? Ja, weil Maria später nicht mehr erwähnt wird in der Bibel, weil Josef später nicht mehr erwähnt wird in der Bibel, nachdem Jesus, glaube ich, 12 oder 13 Jahre alt ist. Da gibt es ja die eine Geschichte, wo seine Eltern über den Marktplatz gingen und der Jesus verschwand, weil er in der Synagoge war. Da war er, glaube ich, 12 oder 13 Jahre alt. Das ist wohl das letzte Mal, dass der Josef in der Bibel erwähnt wird. Aber da machen sie ganz einfach draus, dass er alt ist. Ja? Und er kommt aus dem Geschlecht Davids. Ja, gerade eben, wie erinnert ihr euch vielleicht noch, ja, hier steht aus dem Geschlecht Davids. Hier oben haben sie geschrieben, von Maria wird nur berichtet, dass sie in Nazareth vermutlich war, war sie aus dem Priester. Wo steht das denn jetzt? Wo steht das denn jetzt hier mit dem Josef? Oh, jung ist doch. Und damit aus dem Geschlecht David aufzeigen. Also die wollen das aufzeigen. Ja? Sie wollen Jesu Abstammung aufzeigen. Hier. Ja? Wollen Jesu Abstammung aufzeigen. Hier ist es noch wollen. Und dann scrollt man hier die Seiten runter, wo wir jetzt lesen. Und da ist es auf einmal, dass es also so war, dass der Josef aus dem Geschlecht Davids kommt. Ja? Also, die drehen sich die Wahrheit so zurecht, wie es ihnen passt. Erst säen sie Zweifel und sagen, ey, das schreiben die nur. Und jetzt auf einmal sagen sie, der kommt aus dem Geschlecht Davids. Dann steht hier, eine Taube erschien drauf, also auf diesen Stab. Maria, die Jungfrau, wurde ihm angetraut und so fand die Verlobung statt.
Es folgt die im Neuen Testament bezeugte Verkündigung des Erzengels Gabriel an Maria mit der Begrüßung Ave Maria. Das lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Verse 26 bis 38. Das Lukas-Evangelium, Kapitel 1, ist insgesamt ein sehr, sehr schönes Kapitel, das mich oftmals zu Tränen rührt, wenn ich es lese. Kann ich jedem nur anraten, mal zu lesen. Ich habe das jetzt hier nicht ausgeweitet. Es kommen später noch Bibelstellen, die wir uns mal anschauen werden, etwas näher. Aber hier lasse ich das jetzt mal eben unkommentiert stehen. Maria wurde wohl im damals üblichen Alter von 15 Jahren, wie gesagt, nichts Genaues weiß man nicht, man vermutet, dass sie ungefähr 15 Jahre alt war, mit Jesus schwanger. Nun, wir hatten oben gelesen, dass Maria wahrscheinlich geboren wurde um 22 vor Christus, richtig? Wenn ich dann 22 und 15 abziehe, dann bleiben immer noch 7 über. Dann würde Jesus ja geboren worden sein, 7 Jahre vor dem Jahr 0. Wir wissen aber, dass Jesus geboren wurde aus ungefähr, ich glaube, 3 Jahre vor der Zeit 0 Rechnung. Also irgendwas stimmt hier schon mal nicht, wenn man ein wenig rechnen kann. Habe ich das jetzt richtig, Max, oder verrenne ich mich da in irgendetwas? Nee, das stimmt, ja. Ich glaube, diese 3 Jahre, das ist ja, das kommt schon ganz genau hin, dass man sich da irgendwie so vertan hat irgendwo, mit geschichtlich irgendwann, ne, glaube ich, diese 3 Jahre. Ja. Aber dass das mit 22 und im Alter von 15 nicht hinkommen kann, mit diesen 7 Jahren Differenz, ist irgendwo auch deutlich, ja, das stimmt. Gut, danke. Ich wollte nur mal eben die Bestätigung hören, weil manchmal sieht man ja auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Da wollte ich nur sicherstellen, dass das für mich nicht der Fall ist. Also, Maria wurde mit Jesus schwanger. Das können wir sagen. Wohl im damals üblichen Alter von 15 Jahren. Das ist, schätze ich mal, erfunden. Weiß man nicht. Der Hauptsatz ist, Maria wurde mit Jesus schwanger. Das stimmt. Das ist unbestreitbar. Lukas und Matthäus Evangelium bemühen sich, diese Schwangerschaft und bei Lukas die Geburt als ein wunderbares, von Gott gewirktes Ereignis darzustellen. Also alleine schon dieses Bemühen sich ist schon eine Anzweiflung der Wahrheit des Wortes Gottes, um damit auch die besondere Bedeutung Jesu erkennbar zu machen. Das Leben des Kindes in ihrem Schoß ist durch den Heiligen Geist in der Kraft Gottes geweckt worden. Das Kind wird deshalb Sohn Gottes genannt werden. Ich weiß nicht, wie belesen ihr seid in römisch-katholischen Schriften und Papstsprache zu lernen. Mir fällt auf jeden Fall eine Sache ganz deutlich auf. So wie dieser ganze letzte Satz geschrieben ist, ist es nur Zweifel säen daran und Jesus Christus nach unten drücken, um Maria zu erhöhen. Das Leben des Kindes in ihrem Schoß ist durch den Heiligen Geist in der Kraft Gottes geweckt worden. Das Kind wird deshalb der Sohn Gottes genannt werden im Lukas-Evangelium. Hier wird nicht deutlich gemacht, dass Jesus Gott auf Erden, Gott im Fleisch war. Das Kind wird deshalb Sohn Gottes genannt werden. Deswegen wird es Sohn Gottes genannt werden. Nicht, weil das tatsächlich so ist, sondern weil hier ganz klar drin steht, ja, dass das in der Bibel wird das so gesagt und deswegen nehmen wir das an, aber wir Katholiken, wir denken da eigentlich was anderes drüber. Aber deshalb, ja, deshalb wird es hier das Kind Sohn Gottes genannt werden. Im Markus- und Johannesevangelium sowie in den Briefen des Apostels Paulus fehlen entsprechende Hinweise. Hier habt ihr es. Also, weil nicht überall im Neuen Testament ständig darauf hingewiesen wird, dass Jesus das Kind von Maria war und der Sohn Gottes war, deswegen sagen sie, im Markus- und Johannesevangelium sowie in den Briefen des Apostels Paulus fehlen entsprechende Hinweise. Also, das ist Zweifelsäen, was man in einem solchen Artikel hier macht. Ich hoffe, das ist euch deutlich. Das ist ganz hinterlistig, was hier passiert. Im Traum wurde Josef vom Engel angewiesen, die schwangere Maria nicht zu verlassen. Dies wird als Rechtfertigung bezeichnet. Natürlich wurde er angewiesen, seine Frau nicht zu verlassen. Wie würdet ihr denn sein, wenn ihr mit einer Jungfrau
zur Heirat versprochen seid und auf einmal ist die Jungfrau schwanger. Ja, da würde ich mich da auch fragen, was ist denn hier los? Aber Josef wurde vom Engel instruiert und gesagt, es muss so sein, deine zukünftige Frau, deine versprochene Frau ist auserwählt und der Heilige Geist wird über sie kommen und dadurch wird sie ein Kind gebären und dieses Kind nennt Immanuel, ja, das dann später Jesus Christus geheißen wurde. Gott sei mit uns, Immanuel heißt nämlich Gott mit uns, wenn ich nicht verkehrt informiert bin. Und der Engel hat Josef gesagt, akzeptiere das. Ja? Das ist die Rechtfertigung, eben nicht Maria zu verlassen, weil Maria dich nicht betrogen hat, sondern weil sie vom Heiligen Geist eingegeben geschwängert wurde. Eine Cousine von Maria, das ist schon auch interessant, hier sprechen wir nicht mehr von die Cousine Elisabeth, sondern eine Cousine, war Elisabeth, die Mutter Johannes des Täufers. Die Heimsuchung bezeichnet die Begegnung von Maria und Elisabeth, die Lukas in seinem Evangelium, Kapitel 1, Verse 39 bis 56 schildert. Eine wunderbare Geschichte. Und interessant finde ich natürlich, dass hier steht eine Cousine, nicht die Cousine von Maria, sondern eine Cousine. Also hat sie noch mehrere gehabt. Wer kann dann mit Sicherheit sagen, dass nur weil die Elisabeth mit einem Priester verheiratet war, dass deswegen eben auch die Maria aus einer Priesterfamilie abstammt? Kann man mit Sicherheit nicht sagen. Deswegen steht es in der Bibel auch nicht notiert. Hier haben wir jetzt die Bilder, wo Christus im Tempel präsentiert wird, und zwar nicht zur Taufe, wie jetzt einige Leute denken, weil damals wurden Babys nicht in der Synagoge getauft, sondern sie wurden beschnitten. Ja? Und die Mutter ging dahin zur Reinigung. Und das haben wir jetzt hier in diesem Bild von Gerard David von 1460 bis 1523 hat er gelebt, da irgendwo in der Zeit das Bild gemalt. Das findet man in München. Wo sonst? Josef und Maria machten sich dann der Überlieferung mit Lukas und Matthäus im Matthäus-Evangelium auf den Weg nach Bethlehem, wo das Jesuskind geboren wurde. Dies, dazu die Verkündigung der Engel an die Hirten und ihre Verehrung des Neugeborenen, die berühmte Weihnachtsgeschichte ist überliefert im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Verse 1 bis 20. Nein, das ist keine berühmte Weihnachtsgeschichte. Weil Weihnachten wurde später von der römisch-katholischen Kirche dazu gedichtet. Hier geht es nur um die Beschreibung, wie Jesus damals in Bethlehem geboren wurde. Und zwar, weil sich seine Eltern auf dem Weg zu einer Volkszählung gemacht haben und weil sie kein Unterdach gefunden hatten. Deswegen wurde er in einer Notunterkunft, nenne ich es jetzt mal, diesem Stall geboren, ja, und nicht irgendwo in einem Zuhause. Und das hat überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun. Weil in der Bibel steht ganz deutlich hier im Lukas-Evangelium drin, wo es um diese Geschichte geht. Ich habe jetzt keine Lust, die ganze Lukas-Geschichte vorzulesen. Das ist auch nicht nötig in dieser Lesung, das jetzt zu machen. Ihr könnt das ja gerne selbst nachlesen. Da steht aber drin, dass in der Zeit die Hirten mit ihren Herden auf den Feldern waren. Und dass die Hirten mit ihren Herden nicht im tiefsten Winter auf den Feldern sind, das sollte eigentlich ziemlich deutlich sein. Also logisch sein, sage ich jetzt mal. Kommen wir, Lukas 2, 1 bis 20. Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Nun, auch da in Palästina, wie das dann später hieß, das Land, was man heute Israel nennt, in dem Land ist das ja passiert, ist es kalt im Winter. Und zwar so kalt, dass Hirten mit ihren Herden nachts nicht mehr draußen sind. Die sind ja nicht bekloppt. Hier geht ja auch kein Schäfer mit seinen Schafherden mitten im Winter, im Dezember oder was auch wie Deiche. Ne? Das hat da auch keiner getan. Also wissen wir alleine schon davon, alleine schon aus diesem einen Satz, dass es nicht im Winter gewesen sein kann. Es gibt noch ganz andere Gründe, warum wir wissen, dass Jesus nicht im Dezember geboren wurde und dass es eben nicht diese Weihnachtsgeschichte ist. Aber allein schon das Wort Weihnachtsgeschichte hier einzubauen, ist eine Lüge der römisch-katholischen Kirche. Und das vor allem auch in dem Satz, wo halt aufs Lukas-Evangelium verwiesen wird. Ja? Also immer an den Stellen, wo man irgendwie
auf die Bibel Bezug nimmt, ja, wird das dann gleich genutzt, um irgendwie das eigene katholische Dogma damit einzuflechten. Ne? Und es ist wirklich anstrengend zu lesen auch, muss ich jetzt mal sagen. Ne? Also wenn man das weiß und so, dann das ist halt wirklich schon ja, anstrengend, ne? Sowas. Also wirklich diese Einflechtung so ganz beiläufig. Das wäre jetzt die Weihnachtsgeschichte. Dann mit den anderen Hinweisen, dass diese Geschichte, die wollen die Abstammung aufzeigen oder es wird sich hier bemüht, das so zu machen. Also es wird halt irgendwie da deutlich, dass die römisch-katholische Kirche da irgendwie meint, ja, eine Art Erklärstellung einzunehmen, ja, zu der Bibel. Und das Schlimme daran ist, finde ich, dass dazwischen dann halt immer wieder diese Märchen auftauchen, wo jetzt für den normalen Menschen, der nicht geübt ist im Wort Gottes, gar nicht erkennbar ist, dass das eben katholische Doktrin ist, wie jetzt mit der Weihnachtsgeschichte auch. Ne? Ist Überlieferung Lukas-Evangelium, wo das also zusammen genannt wird, dass quasi für den normalen Leser gar nicht mehr erkennbar ist, dass das eigentlich das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Ne? Deswegen ist es auch furchtbar wichtig für mich gewesen, dass ich dieses Papier vorher durchgearbeitet habe, weil ja. Ich habe dir ja gesagt, ich bin ziemlich wütend geworden, als ich das gelesen habe. Ich bin genauso, ja. Und ich glaube, dass du in mittlerweile, obwohl wir gerade erst auf Seite 5 sind, ganz gut verstehen kannst, was mich so sauer gemacht hat in diesem Moment. Ja, es ist auch einfach dreist, ne? Vor allem auch das in einer Weihnachtsgeschichte zu nennen. Und dann bringen sie auch noch die Stelle im Lukas-Evangelium, wo du gerade vorgelesen hast, dass halt auch die Hirten da im Winter, inzwischen Anführungszeichen Winter da auf den Weiden waren, sprich, es kann gar nicht Winter gewesen sein. Also wie kackendreist davon ausgegangen wird, dass die Leute die Bibel nicht nachlesen. Ne? Genau, ja. Richtig. Gut, lesen wir noch mal ein bisschen weiter. Wir sind mit unserer Stunde ja schon beinahe rum. Nach der Überlieferung im Matthäusevangelium folgt die Verehrung der Weisen, der heiligen drei Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar, ihre Begegnung mit Herodes, dessen angeblicher, historisch aber nicht zu belegender Befehl zum Kindermord, der Traum der Könige und der Traum Josefs, der die Flucht nach Ägypten veranlasste, um Jesus vor dem Mordkommando des Herodes zu schützen. Meine lieben Brüder und Schwestern, es tut mir leid, aber ihr seht, da ist in grün was angestrichen und ein Kommentar und da ist in gelb was angestrichen und ein Kommentar. Und ich kann diese Lügen hier so nicht stehen lassen. Nach der Überlieferung im Matthäusevangelium folgt die Verehrung der Weisen, der heiligen drei Könige. So, was habe ich denn da geschrieben? Matthäus Kapitel 2, Vers 1, da wird ja hier auch drauf hin verwiesen. Ne? Steht ja hier ja, in Matthäusevangelium. Also nehmen wir das. Matthäusevangelium, nee, das hier muss ich öffnen. 2 Vers 1, da steht, als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Das Wort Weise ist im Originalgriechischen das Wort Magos, das gebraucht wurde. Das Wort Magos ist von fremdem Ursprung ein Magier, das ist ein orientalischer Wissenschaftler. In näherer Bedeutung ein Magier, ein Zauberer, ein weiser Mann. Da steht nichts von König. Ja? Dass das hier heilige drei Könige sind, das ist pur die Auslegung der römisch-katholischen Kirche. In der Bibel steht nichts von Königen, da steht drei Weise. Und diese Weise sind dann auch noch Zauberer, die aus dem Osten kommen. Ja, was kommt denn aus dem Osten, meine lieben Brüder und Schwestern? Sonnenanbetung, nicht? Tja, und dann steht hier weiter, historisch aber nicht zu belegender Befehl des Kindermordes. Ach nee, ja, da bin ich aber jetzt wirklich sauer geworden und deswegen habe ich folgenden Kommentar niedergeschrieben. Die römisch-katholische Kirche, die das hier schreibt, sagt also, dass die biblisch erwähnte Tatsache des Kindermordes des Herodes nicht historisch bewiesen ist, aber baut selbst ihre eigene Geschichte auf bewiesenen Betrügereien auf. Wenn die Bibel etwas als historischen Fakt nennt, dann ist das Beweis und das Abstreiten lediglich ein erneuter Beweis, dass das Papsttum und die Kirche die Autorität der Bibel nicht akzeptieren, sondern lieber ihre eigenen Lügen lehren. Es steht im Matthäusevangelium ganz deutlich darin, dass der Kaiser oder dass der Herodes, der
war ja nicht Kaiser, sondern das war der Statthalter, glaube ich, da, ne? Provinzialstatthalter oder was auch immer, dass der oder König Herodes da, der war König von Judäa, war der, genau, das war's, dass der den Befehl herausgegeben hat, alle Kinder bis zu 2 Jahren zu ermorden, um eben dafür zu sorgen, dass man diese Saat, die in Genesis Kapitel 1, also Genesis Kapitel 3, Vers 15, also erstes Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, bereits von mir erwähnt, ein bisschen früher in dieser Lesung, dass diese Linie ausgerottet werden muss, ja? Dass die ausgelöscht werden soll. Das ist auch genau dasselbe, wie es dann später in Offenbarung geschrieben steht, wo es dann um die Frau geht und das Kind. Ja? Wobei wir hier die Frau, die römisch-katholische Kirche gebraucht dann die Frau und natürlich missbraucht die Maria, um die als die Frau darzustellen, wobei es in der Offenbarung um die Frau im prophetischen Sinne geht und das ist dann die Kirche. Ja, und nicht Maria, weil Maria ist alles, aber keine Kirche. Ja. Also, der Text lautet hier, ihre Begegnung mit Herodes, dessen angeblicher, historisch, aber nicht zu belegender Befehl zum Kindermord. Also es steht in der Bibel ganz deutlich drin, dass Herodes diesen Befehl gegeben hat, dass er auch durchgeführt wurde. Und diese Schreiber hier der römisch-katholischen Kirche des Marienlexikons sagen, das ist nicht historisch zu belegen. Dass die eigenen Behauptungen von ihnen über die Maria und andere Dinge auch nicht historisch zu belegen sind, das lassen sie wohlweislich weg. Hier sehen wir aus dem 13. Jahrhundert eine Statue in der Kathedrale von Santiago de Compostela. Das ist der sogenannte Jakobsweg, den man dahin ablegt. Viel Spaß, das ist eine Wallfahrt und da könnt ihr dann diese Maria-Figur sehen. Diese Flucht ist von einer Reihe apokrypher Legenden umrahmt. Ach so, also hier oben etablieren wir erst einmal, dass dieser Kindermord historisch nicht zu belegen ist und dass deswegen die Flucht auch nicht historisch zu belegen ist wahrscheinlich, weil das eine schließt das andere ja mit ein. Aber in den apokryphischen, da schreiben wir Legenden drüber und das erzählen wir euch jetzt, weil man darf ja ruhig mal hier und da ein Märchen erzählen. Ja? Also diese Flucht, wo in der Bibel nicht mehr drin steht, als dass Josef seine Frau und sein Kind genommen hat und nach Ägypten gegangen ist, mehr steht da nämlich nicht drin. Da könnt ihr es gerne nachschauen, nachlesen. In den Apokryphen, Legenden, in den Märchen, da wird das alles schön umrahmt. Na, ich möchte mal sagen, ich brauche ein anderes Wort für umrahmen. Da wird die Lüge ein wenig ausgeschmückt. Weil was jetzt kommt, das steht nicht in der Bibel. Und das hat einen ganz wichtigen Grund, dass es nicht in der Bibel steht. Wenn das, was ich euch jetzt vorlese, in der Bibel stehen würde, dann würde kein vernünftig denkender Mensch die Bibel auch nur im Ansatz seriös nehmen. Was ist denn in apokryphischen Legenden ausgeschmückt über die Flucht nach Ägypten? Ein aufwachsendes Ährenfeld verbarg die Flüchtenden. Ein Palmbaum neigte sich ehrerbietig. Götter stürzten um. In der Bibel gibt es nur einen Gott. Also können das nur Götzenbilder sein, die umstürzten. Räuber bekehrten sich. Ja, ein Räuber hat sich bekehrt, als er neben Jesus gekreuzigt wurde. Aber hier muss natürlich dann die Geschichte einen anderen Ursprung haben. Deswegen bekehren sich hier Räuber bereits auf der Reise. Das Jesuskind spielte mit aus Ton geformten Vögeln. Und mir steigt schon die Galle hoch, wenn ich nur das Jesuskind lese. Das ist nämlich wieder typisch die Verkleinung, die Verniedlichung, die Verharmlosung der Person des Menschen Jesus Christus der römisch-katholischen Kirche. Halten wir mal eben den Film an, bevor das Bild hier weitergeht. Jesus Christus wird in der römisch-katholischen Kirche immer nur in 2 Positionen dargestellt. Entweder als hilfloses kleines Baby auf den Armen oder auf dem Schoß seiner Mutter, wie hier auf dem Bild, oder aber als toter Mann ebenfalls in den Armen auf dem Schoß seiner Mutter liegenden. Herren vom Mitleid, so wie es im Petersdom abgebildet ist. Das Jesuskind, der tote Jesus, der unhandelnde Jesus, der Jesus, der
unfähig ist, irgendetwas zu tun. Er kann nur etwas tun durch seine Mutter. Das ist die Lehre der römisch-katholischen Kirche. Da wird mir jedes Mal so schlecht, wenn ich sowas lese wie »Das Jesuskind spielte mit aus Ton geformten Vögeln«, die lebendig wurden, die Vögel. Maria strickte einen Rock, der mit dem heranwachsenden Jesus stets mitwuchs. Na, das wünschen sich viele Alleinerziehende. Mütter wahrscheinlich heutzutage auch, nicht wahr? In Heliopolis, das ist eine Stadt benannt nach der Sonne, dem heutigen El Matarea, ratete die Familie in einem Sykomorebaum, also verblieb wohl, der seinen Stamm geöffnet hatte, um sie vor nachstellenden Räubern zu verbergen. Ach nee, Räuber bekehrten sich doch und hier müssen sie sich vor Räubern verbergen. Und daneben entsprang dann auf Marias Gebet eine Quelle. Beide sind heute dort noch immer in der Kirche der seligsten Jungfrau zu sehen. Also die Quelle und der Baum haben die ganze Zeit überlebt. Haben die ganze Zeit diese Legenden überlebt. Also wird euch da nicht auch langsam genauso übel wie mir, wenn man diese Dinge, diese ganzen Lügen lesen muss? Aus den apokryphen Legenden, also das ist ein Märchen, was ein Glück, dass sowas nicht in der Bibel steht, wird die Flucht beschrieben als ein aufwachsendes Ehrenfeld, verbarg die Flüchtigen, ein Palmbaum neigt sich ehrbietig nieder, Statuen, also Götter, stürzten um, Räuber bekehren sich, Jesus spielt mit aus Ton geformten Vögeln, die lebendig werden, Maria strickt einen Rock, der mit Jesus ständig mitwächst, in Heliopolis ratet die Familie in einem Baum, der seinen Stamm geöffnet hatte, um sie vor nachstellenden Räubern zu verbergen, und daneben entsprang dann auf Marias Gebet eine Quelle, und sowohl die Quelle wie der Baum sind heute immer noch in der Kirche der seligsten Jungfrau zu sehen. Mann. Das ist schon hart, ja. Starker Tobak, ne? Ja, wirklich. Wir lesen noch kurz weiter. 8 Tage nach der Geburt erfolgte die Namensgebung und die Beschneidung Jesu, wie wir im Lukas-Evangelium Kapitel 2, Vers 21 lesen. Die Darbringung im Tempel, da hatten wir ja auch vorher schon mal ein Bild hiervon gesehen, die Darbringung im Tempel, das jüdische Reinigungsopfer der Mutter, ist wieder im Lukas-Evangelium erzählt. Hier ist nun interessant, dass die Autoren dieser Webseite hier über die Marienanbetung nicht darauf eingehen, dass das jüdische Reinigungsopfer, sie erwähnen, dass das im Lukas-Evangelium erzählt wird, und zwar Kapitel 2, Vers 22 bis 40, aber sie gehen nicht auf die wesentlichen Punkte ein. So, und da sie hier nicht auf die wesentlichen Punkte eingehen, werde ich das jetzt eben mal tun. Und zwar, indem ich euch das Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Verse 22 bis 40, einfach mal vorlese. Und wir lesen das nicht nur vor, wir besprechen das auch. Als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Soweit erstmal, das sind Verse 22 bis 24. Maria bringt hier also als jüdisches Reinigungsopfer, wie es in diesem Artikel steht, und wie in der Bibel geschrieben steht, Gesetz des Herrn geschrieben steht, dass man ein Opfer darbringen muss, und zwar bringen sie Turteltauben und Tauben dar. Nun muss man wissen, dass die Maria der römisch-katholischen Kirche ja oftmals als sehr reich dargestellt wird. Also hier nun nicht direkt, hier sieht man nur halt die sie umringenden Sterne, aber es gibt Maria-Statuen und wenn ihr wollt, dann können wir ja mal schauen, welche Statuen es noch alle mal gibt. Ich habe ja hier von Mary einige Bilder. Uiuiuiui. Da habe ich jetzt wohl den verkehrten. Hier Maria Schreins. Das sind eine ganze Menge Bilder, die ich hier habe. Es gibt genügend Bilder von Maria.
Hier zum Beispiel mit einer Kette, mit einer goldenen Krone oben drüber, eine Perlenkette, das ist ja nun auch ziemlicher Reichtum, wenn man so etwas hat. So würde sie hier dargestellt. Das ist hier mit Elisabeth. Eine tolle Zeichnung, finde ich. Maria wird also oftmals hier auch mit Krone und in Gold und alles drum und dran. Ne? Also Maria wird oftmals ja als sehr reich dargestellt. Sie geht aber jetzt in die Kirche, also in die Synagoge, um ein Opfer darzubringen. Und das Opfer, das sie darbringt, ist Turteltauben oder zwei junge Tauben. Nun muss man wissen, dass im levitischen Gesetz, wo das bestimmt ist, was man opfern muss, normalerweise ein Schaf geopfert wird, ein Lamm geopfert wird. Maria ist aber eine arme Frau. Und da sie eine arme Frau ist, hat sie kein Lamm, sondern kann sie als Ersatz für das Lamm eine Turteltaube oder eine Taube eben opfern, weil eben nicht reiche Personen ganz deutlich im levitischen Gesetz freigestellt wurden, von einer teuren Darbringung eines Lammes zu bringen, weil sie sich das nicht leisten können und deswegen Tauben gebracht haben. Es wundert mich überhaupt nicht, dass hier in diesem Artikel da überhaupt nicht weiter darauf eingegangen wird, weil das jüdische Reinigungsopfer, das wir hier im Lukas-Evangelium lesen, ganz deutlich den Punkt macht, dass Maria keine reiche Frau war. Aber sie wird in der römisch-katholischen Kirche immer als eine sehr reiche Frau mit Schmuck ordiniert und Kronen und Gold und was weiß ich nicht alles dargestellt. Wie geht denn das zusammen? Eben. Das geht nicht. Und deswegen gehen sie hier auch auf das Lukas-Evangelium gar nicht weiter ein, sondern erwähnen nur, oh, das wird da dargestellt, 22 bis 40, kannst du dann selbst mal nachlesen. Und in der korrupten katholischen Bibel bin ich noch nicht mal sicher, dass es da so drin steht, wie in meiner Schlachter, wie ich das gerade gelesen habe. Jedenfalls geht es dann weiter. Dabei erkannte der Greise Simeon Jesus als den erwarteten Heilsbringer, sagte aber auch sein Leiden und das Leid von Maria voraus. Ja? Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Weil der Heilige Geist hat überhaupt dafür gesorgt, dass dieser Simeon überhaupt verstanden hat, dass Jesus geboren war, weil Simeon wurde durch den Heiligen Geist in die Wahrheit geleitet, dass er verstand, dass die 70. Woche angebrochen war aus Daniels Prophezeiung mit der Geburt Jesu Christi. Oder besser gesagt, dann ist noch nicht die 70. Woche angebrochen, aber dass Jesus Christus die 70. Woche erfüllen würde, wenn sein Alter gekommen wäre. Und deswegen wartete er da. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Ja, meine Lieben, es tut mir leid, aber in Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27 wird eben auch von dem Gesalbten gesprochen. Nicht vom Antichristen, sondern von dem Gesalbten. Ja? Und Simeon wusste, dass er hier den Gesalbten jetzt gesehen hatte. Und er kam auf Antrieb des Geistes, also Simeon, in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, also die Opferung, die ich sagte, von den Tauben und Turteltauben, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Jesus sprach ja von sich selber auch als der Stein des Anstoßes, ne, über den viele fallen werden. Und aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Das sagt Simeon, nichts anderes. Dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Ja, wenn man als Mutter bei der Kreuzigung, also bei der Hinrichtung seines Sohnes anwesend ist, dann ist das ja wohl logisch, dass einem ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dass ich davon ausführlich als Lichterfest so etwas schildere, in der Legenda Aurea, ja, auch eine Märchensammlung, in der das Heilige mit dem Profanen gemischt wird, sie trägt daher auch die Bezeichnung Maria Lichtmess, dass das daraus entsteht, aus dem, was Simeon hier sagt, ist für mich total unlogisch und pure, also wirklich ganz, ganz reine
katholische Irrlehre. Ich mache die Seite hier mal kurz eben auf, dann können wir uns das anschauen. Wir werden da jetzt nicht besonders drauf eingehen, nicht dieses Mal, auch nicht nächstes Mal. Nur wenn ihr den Artikel habt, dann könnt ihr das selbst lesen. Die Legenda Aurea, die goldene Legende, war das populärste und am weitesten verbreitete religiöse Volksbuch des Mittelalters. Weit mehr gelesen als die Bibel. Ja, logisch, weil die hat man ja auch verboten in der Zeit. Zwischen 1263 und 1273 durch den späteren Erzbischof von Genua, den Dominikanermönch Jacobus de Voragine, entstanden. Also, das ist erst in der Zeit im 13. Jahrhundert entstanden und beschreibt dann also, bitteschön, die Sachen, die sich damals zur Geburt Jesu abgespielt haben. Logisch, ne? Er verfasste eine Sammlung der Lebensgeschichte von Heiligen, wobei er vielfältiges Quellenmaterial benutzte wie die Bibel, wo wir ja wissen, dass über Maria nichts drinsteht, Passionalien, apokryphe Evangelien, also Schreiben, die nicht in der Bibel enthalten sind, Apostel- und Märtyrerakten sowie die in Klöstern und dem Volk überlieferte Geschichten. Ja, überlieferte Geschichten. Er ordnete den Stoff nach dem Kirchenjahr. Den großen Festen, Weihnachten, Epiphanie, Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten widmet er ausführlich eigene Darstellung und so weiter. Ihr könnt das alles selbst gerne lesen. Ich habe da jetzt kein Interesse dran, um das zu lesen. Das ist auch nicht Teil dieser Lesung. Es gibt hier viele Links, die man sich noch anschauen kann. Diesen Link wollte ich nur mal kurz anmachen, dass ihr, könnt ihr auch hier Maria Lichtmess, könnt ihr dasselbe mitmachen. Nur, dass ihr ein kleines bisschen Verständnis dafür habt, wie die Schreiber dieser Webseite, die ja alles im Einklang mit römisch-katholischem Dogma schreiben auf dieser Seite, ne, das ist keine römisch-katholische Seite selber, aber eine Seite über das Marienlexikon, die eben angelehnt an römisch-katholisches Dogma diese Seite machen. Alles, was die hier schreiben, hat mit anderen Worten die Segnung der römisch-katholischen Kirche. Und da sehen wir ja, wie sie hier Märchen versinnen. Ne? Auch eine Märchensammlung, diese Legende Aurea. Könnt ihr euch selbst nochmal anschauen, dann werdet ihr das sehen. Hier werde ich dann für heute unsere Lesung beenden. Wir sind also jetzt gerade 8 Tage nach der Geburt. Wir erzählen über den Simeon. Der Simeon, der in der Hinsicht ein gesegneter Mensch war, weil er nämlich von Gott die Gnade bekommen hat, genau am richtigen Tag am Tempel zu stehen und zu sehen, wie Maria mit ihrem neugeborenen Kind da zusammen mit Josef, dem Vater, hineinging, um das Kind beschneiden zu lassen, so wie es üblich war, am 8. Tage nach der Geburt, und ein Opfer zu bringen, um ihre Reinheit wieder zu erlangen nach der Geburt. Und dafür eben Tauben und Turteltauben gebraucht hat und nicht ein Lamm, wie man normalerweise das macht, wenn man eben das Geld hat. Maria hatte das Geld eben nicht. Josef hatte das Geld auch nicht. Sie waren arme Leute. Ja? Und da möchte ich die Lesung für heute mit beenden. Ich habe weniger geschafft, als ich dachte, und dann eigentlich doch mehr, als ich erwartet habe, inklusive der Einleitung, die das ja war. Und ich kann nur hoffen, dass es für euch interessant genug war, dass ihr nächstes Mal wiederkommt, wenn wir immer noch natürlich in dieser Vorbereitung sind, um dann später auf das Buch Königin von Rom, Königin des Islam, Königin von allen, ins Deutsch übersetzt von Max, zu gehen, das auf Deutsch heißt alle für eine für alle für eine Himmelskönigin. Ja, Max, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für deine Begleitung heute bei der Lesung und möchte natürlich gerne noch dir einen Schlusskommentar zugestehen, mit dem du das Video jetzt dann auch abschließen kannst, Bruder. Ja, danke für die Lesung, Jörg. Hat Spaß gemacht und ich denke, wir haben heute auch ja, erstaunlicherweise gelernt, wie die römisch-katholische Kirche ihre eigene Doktrin durchdrückt, indem sie Biblisches mit dem Unheiligen vermischt. Ich denke, das ist an vielen Stellen heute deutlich geworden. Und wenn wir jetzt uns nochmal diese Legende Aurea in Erinnerung rufen, was jetzt zum Schluss kurz was du zum Schluss kurz angebracht hattest, das ja viele wohl gelesen haben in der dunklen Zeit des Mittelalters. Da bin ich nur froh, dass uns heute die Bibel zur Verfügung steht, weil in dieser Zeit, wie du schon richtig bemerkt hast, war die Bibel verboten und wenn man die Bibel bei einem entdeckt hat, wurde nicht nur die Bibel, sondern man selbst gleich mitverbrannt. Und insofern ja, ist es vor allem einzudanken, dass wir heute solche Texte lesen und erkennen, mit was wir es eigentlich zu tun haben, nämlich mit römisch-katholischer Doktrin, nämlich Gott ist das zu danken und das tue ich auch an dieser Stelle. Und ich bin so froh, dass uns heute die Bibel zur Verfügung steht, nämlich nur dadurch haben wir überhaupt die Möglichkeit, solche Texte im Lichte der Bibel zu beleuchten
und doch sehr, sehr schnell als Lüge zu enttarnen und als Dogma der römisch-katholischen Kirche. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich auch auf die Fortführung dieses Artikels, der ja doch schon interessante Punkte bringt, wie die Doktrin so funktioniert, des großen Gegenspielers hier auf dieser Welt. Und ja, freue mich insofern dann auch auf die weiteren Lesungen. Und schließe dann mit dem, wie wir eigentlich schon immer die letzten Lesungen geschlossen haben. Lest eure Bibel und bis zum nächsten Mal. Maranatha. Et Spiritus Sancti, discendit super vos, et manat per te.